Liebe Jungfrau, ich begrüße dich zu deiner Vollmond-Tarot-Lesung. Ich möchte schauen, was der Vollmond im Oktober für dich an Energien mitbringt. Vier der Stäbe, okay, man geht aufeinander zu. Und der Vollmond steht diesmal im Sternzeichen des Widders, ja? Oder im Zeichen des Widders. So, da geht jemand auf dich zu. Königin der Schwerter. Ach, guck mal, da versteckt sich noch jemand. Das ist ja spannend, okay. Wir haben die vier der Stäbe, die vier der Five. Five ist fünf. Oh. Jetzt mache ich mich hier gerade so ein bisschen zum Dödel. So, okay, wir haben hier eine interessante Energie, aber es wirkt so sehr gleichmäßig. Es ist nicht so große Veränderungen, sondern eher so, es wirkt so ein bisschen wie, ja, das ist das Leben, was du eigentlich kennst, ne? Vier der Schwerter, fünf der Schwerter. Oh Gott. Konzentration ist am Ende, glaube ich. Ich glaube, ich muss da mal eine Pause machen. So. Und vier der Stäbe. Ich habe dich hier als Königin der Schwerter mit drin, also eher kühl, rational, als ob du etwas sehr gut überblicken kannst. Und ich habe hier aber auch so diese Energie, Menschen nahe sein, Menschen fernhalten. Also das wirkt auf mich so sehr, als ob da nicht so viel passiert bei dir, als ob alles so seinen gewohnten Gang weitergeht, als ob da jetzt irgendwie keine großen neuen Überraschungen auf dich zukommen. Ich sehe dich auf der einen Seite natürlich auch sehr selbstbewusst und ich sehe dich hier auch sehr weise und sehr klug und sehr kreativ in Lösungsfindungen, ja? Das möchte ich hier noch einmal betonen. Aber ansonsten hast du hier eigentlich nicht so viel Katastrophen zu erwarten, um es jetzt mal so zu sagen. Also eher so ein, ja, das Leben läuft so weiter, ne? Man begegnet sich, man entfernt sich wieder, sowas in der Art, ne? Als ob das jetzt irgendwie so das ist, was du gewohnt bist. Ich frage mich aber nicht, warum ich das sage. Ich sage häufig, irgendwelche Dinge wären eine Legung und im Nachhinein ist es genau das, was es getroffen hat, ne? Also es wirkt auf mich so, als ob du umringt bist von Alltag, als ob sich da die Vollmondenergien jetzt nicht unbedingt großartig bei dir ausbreiten, außer dieses Selbstbewusstsein oder dieses kluge, dieses kreative Lösungsvorschläge. Ne? So, ich gucke mal ein bisschen weiter, was wir noch sehen dürfen. Die Widderenergien sind ja Feuerenergien und sie sind teilweise, also der Widder kann wahnsinnig gut seine Gefühle ausdrücken. Ah, hier kommt eine Erleichterung. Das finde ich schön, eine Erleichterung. Auch bei dir geht irgendwas Schweres zu Ende und führt zu einer Erleichterung. Das sehe ich hier schon mal sehr stark drin. Aber es ist jetzt nichts, was so als Überraschung auf dich zukommt, ne? Also das scheint irgendwas zu sein, was schon abzusehen war, dass es sich so entwickelt. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann wirklich an dem Punkt ist, an dem man sagt, so, und jetzt können wir alle mal wieder durchatmen. Jetzt ist das Thema vorbei, jetzt haben wir es, jetzt ist es erledigt und das habe ich bei dir mit dran. Aber wie gesagt, nichts Neues. Guck mal hier, die Karten sind auch, ja, passiert nicht viel. Okay. Mit der Mäßigkeit haben wir noch zusätzlich eine Karte, wo ich sagen würde, das plätschert so vor sich hin. Wenn du irgendwelche großen Überraschungen erwartest in der Vollmondzeit, dann musst du Geduld haben und wahrscheinlich bis zum nächsten Vollmond nochmal abwarten. So, das sehe ich hier tatsächlich mit drin. Also da ist jetzt irgendwie, dir wird es gut gehen. Dir wird es gut gehen, du wirst ruhig sein. Es sind deine alltäglichen Sachen, die ich hier sehe. Du bist hier in einem Gleichgewicht. Irgendwas geht zu Ende, was dich aufatmen lässt. Aber wie gesagt, ist keine große Überraschung oder beziehungsweise kein riesiges Ereignis, ne? Dass man sich da irgendwie wieder irgendwas hat. Ich gucke nochmal, wie es zwischenmenschlich bei dir aussieht, ob es da vielleicht was gibt, was wir sehen dürfen. Ja, das ist das Typische. Also das ist wieder so eine Karte, wo ich sagen würde, zwischenmenschlich, du kriegst das, was du draus machst. Ne? Du bist hier der Magier, beziehungsweise du bist in der Rolle des Magiers und der ist immer so eine Kompetenzenkarte. Du hast alle deine Werkzeuge auf dem Tisch, du weißt, wie du wen zu was bringen kannst oder wie du mit jedem umgehen musst, den du kennst und den du genau bei dir haben möchtest. Und gleichzeitig ist es auch so eine Energie, ja, wenn du in Sachen Liebe zum Beispiel irgendwas voranbringen willst, dann mach den Mund auf. Ne? Das ist so dieses typische, wenn du was ändern willst, dann mach das. Auch gerne in der Vollmondzeit, das spricht jetzt nicht dagegen, ne? Aber generell habe ich hier eher so eine sehr ruhige, sehr alltägliche Energie bei dir, ne? Und ein bisschen Geduld scheint hier irgendwie vonnöten zu sein. So, ich glaube, wir sehen auch nichts weiter, liebe Jungfrau. Deswegen würde ich diese Legung an dieser Stelle schließen. Wenn sie euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich nicht so viel Neues erzählen kann, liked das Video gerne.
Teilt es gerne, wenn es trotzdem jemand sehen sollte. Und ansonsten freue ich mich über ein kostenloses Abo für meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst, ja? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's euch schön. Ciao, ciao.